Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute das erste Mal im Babyzimmer, wie ihr seht. Es ist rosa hinter mir. Und genau, ich dachte, hier ist einfach das perfekte Licht, um Videos zu drehen. Deswegen drehe ich hier heute mal das neue Schwangerschaftsupdate für euch. Genau, heute geht es, glaube ich, von der 29. bis zur jetzt 32. Woche. Wir hatten nochmal wieder einen Frauenarzttermin und davon wollte ich euch natürlich auch berichten. Ich wollte euch den Bauch noch zeigen und einfach so allgemein über meine Beschwerden berichten und auch gleichzeitig über ein paar Dinge sprechen, ja, die ich jetzt einfach zu erledigen habe, die ich schon angefangen habe zu erledigen. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich habe natürlich wieder meinen Mutterpass dabei und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Frauenarzttermin an. Den hatte ich in der 31. Woche und ja, war super schön. Das war der große Ultraschall und da wird dann ja nochmal ganz genau nach dem Baby geschaut und das wird auch hier im Mutterpass eingetragen bei diesen, genau, Ultraschalluntersuchungen hier. Und das ist dann eben hier unten der große Ultraschall. Außerdem hatten wir das, oder hatte ich das erste Mal CTG. Das ist natürlich auch immer ganz spannend und ich war auch ganz aufgeregt. Und ja, da wollte ich natürlich auch einmal berichten. Genau, also den großen Ultraschall, den dritten, hatten wir bei 40 plus 4, also 31. Schwangerschaftswoche. Und es ist immer noch ein Baby, also Eindling ist angekreuzt. Herzaktivität haben wir gesehen. Plazenta ist alles normal, zeitgerecht entwickelt, Fruchtwassermenge ist okay. Fruchtwassermenge ist wieder, wie bei meiner letzten Schwangerschaft, zu viel. Also ich habe schon wieder etwas mehr Fruchtwasser als normale Schwangere. Aber sonst ist alles in Ordnung und das Fruchtwasser ist auch ja, noch nicht grenzwertig. Es ist halt am oberen Limit und genau, das hatte ich ja wie gesagt bei meiner ersten Tochter auch schon. Ja, das Baby ist jetzt 40 cm groß gewesen vor einer Woche und auch schon 1,5 Kilo schwer. Also echt schon Wahnsinn. Und jetzt kann man langsam glauben, ne, warum das so schwer wird langsam im Bauch und sowas und warum man sich kaum noch richtig hinsetzen kann. Genau, sonst verstehe ich hier die ganzen ärztlichen Begriffe nicht, also fragt mich da nicht. Die Durchblutung hat sie auch nochmal gecheckt und da war alles in Ordnung. Also die Plazenta wird gut versorgt und somit wird das Kind auch gut versorgt. Die Nabelschnur sieht auch super aus. Ich habe nur einen extrem hohen Puls gehabt, hat sie gesagt, aber ich glaube, das war der Aufregung geschuldet. Ja, dann haben wir natürlich auch wieder ein paar Bilder bekommen und diesmal haben wir wirklich viele Bilder gemacht und sie hat auch nochmal versucht, einen 3D-Ultraschall zu machen. Ja, 3D ist ja seit dem 01.01.2021 verboten, beziehungsweise ist es nicht verboten, aber es ist unnötige Ultraschalltermine sind verboten und meine Frauenärztin macht das aber immer so, da bekomme ich nämlich ganz viele Fragen von euch, meine Frauenärztin macht das immer so, dass sie das in die Untersuchung mit einbindet und dann einmal ganz kurz versucht, ein 3D-Bild zu machen. Das ja, müsst ihr einfach mit eurer Frauenärztin abklären, wie die dazu stehen. Unnötige Termine sind, wie gesagt, untersagt, aber wenn man das so zwischendrin macht, ja, dann müsst ihr halt mit eurer Frauenärztin einmal das einmal abklären. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal die Bilder. Das sind nämlich echt richtig viele. So einen großen Bogen hatte ich wirklich noch nie. Und ich habe nochmal geschaut und wollte eigentlich die Ultraschallbilder von meiner ersten Tochter und meiner jetzigen Tochter vergleichen, aber wir haben tatsächlich gar keine mehr bekommen. Das letzte bei meiner ersten Tochter war in der 29. Woche und ab dann haben wir gar keine Bilder mehr bekommen. Und jetzt bin ich richtig glücklich, dass wir hier ganz, ganz viele Bilder haben. Und genau, ich würde euch das einfach mal zeigen. Das hier ist das erste. Da sieht man dann hier eben ne, den Kopf. Da ist ein Arm, hier ist der Bauch, Nase, Mund, alles da. Beim nächsten seht ihr einmal ein 3D-Bild. Da ist die Nase, die Augen, Mund. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Richtig süß, oder? Und das nächste ist auch nochmal ein 3D-Bild. Da sieht man dann, dass sie die Hand so vorm Gesicht hat. Seht ihr das? Ich glaube schon. Ja, sie hat also die Hand so einmal im Gesicht. Na jetzt. So. Und dann haben wir hier nochmal
ein Bild im Profil, auch wieder hier die Nase, ein Arm und, oh, da haben wir nochmal zwei Fotos, hier auch nochmal im Profil, da sieht man aber nicht allzu viel. Und hier unten nochmal die Hand, auch richtig süß. Genau, das sind also die Fotos, die wir bekommen haben. Und wie gesagt, 40 cm und 1,5 Kilo. Voll Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schwer, das können wir ja kurz mal gucken, wie schwer meine Tochter da war. Das müsste ja hier auch noch im Mutterpass stehen auf der ersten, in der ersten Schwangerschaftsliste. Und dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal über das CTG sprechen. So, also bei meiner Tochter, das war bei 28 plus 6, sehr früh. Genau, da haben wir auch die letzten Fotos bekommen. Genau, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Das Foto haben wir da bekommen. Ach so, und da steht sogar drauf. Sie war nur 38 cm und 1386 Gramm. Aber war ja auch, wie gesagt, 2 Wochen vorher. Jetzt war ich ja erst in der 31. Woche da. Und das hier war dann in der 29. Woche. Genau. Ja, aber ich denke, das passt alles auf jeden Fall von den Größen und sowas. Ja, erstes CTG lief super. Also die Kleine hat das super mitgemacht. Meine Große war da ja absolut gar kein Fan von und hat immer richtig kräftig getreten und sowas. Oh, jetzt habe ich hier den Mutterpass voll falsch. Ich muss aber den Mutterpass wieder reinräumen hier. So, sonst kriegen die bei Frauen also wieder ein Föhn. So, also, meine erste Tochter hat das gar nicht gemocht. Die hat immer gegen das Gerät getreten und sich immer wegbewegt und weggedreht. Und ich saß da teilweise mehrere Stunden, weil wir kein vernünftiges CTG geschafft haben. Und jetzt bei meiner kleinen Maus lag ich eine Viertelstunde und es war alles top. Also sie hat das super mitgemacht. Sie hat sich natürlich auch ein paar Mal bewegt. Aber das waren ganz normale Kindsbewegungen und nicht so richtig wegtreten und sowas. Genau, also sie war super entspannt, hat das toll mitgemacht. Und ja, alles in Ordnung, hat die Frauenärztin gesagt. Keine Wehen, Herzhöhne sehr schön, so wie es sein soll. Die Kleine liegt auch schon mit dem Köpfchen nach unten, also Geburtsposition. Es ist, ja, alles so, wie es dann nachher zur Geburt sein soll. Tatsächlich habe ich die Drehung auch gespürt und ich war mir die ganze Zeit immer unsicher. Also ich kann das nicht so recht fühlen, ob Kopf unten oder Popo oben. Ich war mir aber nicht so ganz sicher, ob es wirklich eine Drehung war oder ob sie einfach richtig viel Radau gemacht hat. Oder ja, ob sie jetzt wirklich mit dem Köpfchen unten liegt. Aber ich habe auf jeden Fall einen Abend mal gespürt, dass sie wirklich, ja, dass der ganze Bauch richtig wehgetan hat auch und von allen Seiten kam da mal was entgegen. Aber ich hatte recht und sie hat sich mit dem Köpfchen nach unten gedreht und das freut mich natürlich riesig. Ich hoffe, sie bleibt auch so. Ich habe tatsächlich öfter das Gefühl, dass sie jetzt schon wieder falsch rumliegt, weil ich oft die Tritte oben habe, unter der Brust direkt, aber auch oft Tritte unten in der Leiste direkt. Also schwierig, ja. Ich weiß nicht, aber das kann dann nur die Frauenärztin dann beim nächsten Termin sagen, ob sie immer noch richtig rumliegt. Genau, das ist aber auf jeden Fall auch schon eingetreten. Das freut mich echt riesig, weil, ja, da steht dann halt einer normalen Geburt nichts im Wege. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinen normalen oder meinen Schwangerschaftssymptomen. Also ich muss sagen, dass ich so langsam an meine Grenzen komme. Ich hatte jetzt das letzte Wochenende, da waren wir viel unterwegs und ja, wir hatten viel zu tun. Und ich glaube, dass es einfach ein bisschen zu viel war für mich, das ganze Rumlaufen und sowas. Und ich hatte echt richtig, richtig zu kämpfen. Ich hatte mega Symphysenschmerzen, ich hatte unglaublich Magenschmerzen, also auch dieses Hungergefühl, obwohl man komplett satt gefuttert ist. Also wir waren da im Restaurant und haben uns richtig satt gefuttert und trotzdem hatte ich den ganzen Tag diese Magenschmerzen und das übers ganze Wochenende. Und das war wirklich nicht angenehm. Unterleibsschmerzen und jedes Mal, wenn ich mich bücke, tut es weh. Also es, ja,
jetzt tut so langsam alles weh. Ich möchte mich gar nicht beschweren, weil ich natürlich auch noch weiß, dass das Kind einfach noch mal doppelt so schwer wird und noch ungefähr 10 cm größer wird. Aber von mir aus kann es losgehen. Aber das soll es natürlich noch nicht. Kleine Maus soll natürlich auf jeden Fall noch drin bleiben. Genau, aber das ist mir auf jeden Fall als erstes aufgefallen. Also dieses Wochenende war wirklich schlimm. Und ich dachte echt, dass ich das nicht mehr aushalte. Und ich habe echt am Sonntagabend gesagt zu meiner Schwester und auch zu Felix, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, dann am Montag war alles wieder in Ordnung. Also dann ging es mir wieder ganz normal. Aber das war schon echt, ja, nicht so angenehm. Ja, der Bauch wächst auch ordentlich. Ich zeige euch den gleich, wie gesagt, noch. Und der Umfang ist jetzt bei 88 cm. Bei meiner ersten Tochter hatte ich ja zum Ende 96 cm. Also, ja, da kommt auf jeden Fall auch noch einiges. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Ja, so langsam drückt mir auch wieder meine Rippen. Weil sie die halt immer mit dem Popo so hoch drückt, das spüre ich auch immer und das ist wirklich sehr unangenehm. Aber das hatte ich bei meiner ersten Tochter auch und es ist nun mal so, ich bin ja nun mal auch nicht die Größte mit 1,65. Ja, Wassereinlagerung habe ich jetzt so erstmal nicht mehr wieder gespürt. Das war ja im letzten Update sehr schlimm, aber das ist irgendwie wieder besser geworden, beziehungsweise, ja, leide ich da nicht so richtig drunter. Vielleicht merke ich das auch einfach gar nicht. Also meine Finger sehen immer noch aus wie vorher. Und sonst, ja, habe ich davon erstmal auch nichts mehr gespürt. Was ich im Moment auch ganz schlimm habe, sind Gelüste. Also ich ja, wechsle irgendwie täglich meine Gelüste. Jetzt seit gestern ist es Kakao. Und davor auf jeden Fall Wassereis. Also ich habe mega Gelüste auf Wassereis und esse da bestimmt am Tag 10, 20 Stück von. Und ja, irgendwie ist es jeden Tag anders. Heute zum Beispiel habe ich gar keinen Hunger. Also ich habe noch nicht gefrühstückt und irgendwie ist mir heute auch ziemlich übel und so. Und ja, dann gibt es wieder Tage, wo ich richtig viel Hunger habe und richtig viel essen kann. Aber das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie die Kleine liegt und ja, wie sehr sie dann in den Magen drückt. Kitzbewegungen sind auf jeden Fall auch richtig kräftig. Also sie ist richtig stark am Boxen und Treten und bewegt sich viel. Und das ist natürlich richtig schön. Und ich hatte das bei meiner ersten Tochter auch, dass sie jetzt so um die Zeit 32, 33. Woche richtig aktiv war und dann ganz, ganz ruhig geworden ist. Und ich genieße das natürlich jetzt, dass sie so richtig aktiv ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, sie schläft gar nicht. ja, aber das tut sie natürlich. Jetzt zum Beispiel gerade eben hat sie ganz kurz getreten, aber jetzt ist sie wieder ein bisschen ruhiger. Also ich denke, dass sie gerade genießt, dass Mama hier ein bisschen was erzählt. Ja, so langsam fühle ich mich auch richtig schwanger. Also ich präsentiere stolz meinen Bauch. Ich streichle den die ganze Zeit. Ihr merkt das, glaube ich, auch im Video. Und ja, ich gucke ihn mir immer an und gucke ihn mir auch gerne nackig an und creme ihn gerne ein. Also ich bin gerade wirklich super, super gerne schwanger und ja, bin auch ganz, ganz oft traurig und stehe hier im Babyzimmer und denke mir, ach, jetzt ist es bald schon wieder vorbei, die Schwangerschaft. Dann liegt hier einfach ein zweites Würmchen. Natürlich freuen wir uns riesig drauf, aber so eine Schwangerschaft ist auch schon irgendwie was Schönes. Das sage ich aber nur an Tagen, wo es mir relativ gut geht, so wie heute. Genau, aber sonst, ja, ist eigentlich alles in Ordnung. Also, das sind halt die täglichen, die normalen Schwangerschaftssymptome, die ich jetzt habe. Rückenschmerzen ganz, ganz stark. Ich kann nicht lange sitzen und ich kann vor allem nicht lange stehen. Also stehen ist, geht gar nicht eigentlich. Und laufen drückt sehr schnell nach unten. Auf diesen Füßen natürlich auch. Schlafen ist auch nicht mehr so angenehm. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ist Autofahren. Das ist immer von Gas auf Bremse. Ich habe ja eine Automatik. Und von Gas auf Bremse und immer diese Bewegung mit dem Fuß tut immer mega in diesen Füßen weh. Und deswegen überlege ich mir immer zweimal, ob ich Auto fahre. ja, das ist echt nicht mehr angenehm, weil das halt wirklich immer, wenn ich wechsle von Gas auf Bremse, tut das einfach richtig doll weh und es zieht extrem.
Genau, was ich noch sagen wollte, meine Freundin hat letztes Mal gar nicht nach dem Gebärmutterhals und nach dem Muttermund geschaut. Sie hat gesagt, dass wenn es mir gut geht, ich habe gesagt, es geht mir eigentlich recht gut, muss sie nicht gucken. Und als ich aus der Praxis rausgegangen bin, dachte ich mir, oh Mann, hätte sie bloß geguckt, weil ich mir halt schon irgendwie immer Sorgen mache, dass da schon irgendwie was passiert oder sowas, weil ich ja doch schon oft Unterleibsschmerzen habe, häufig Übungswehen habe und sehr stark mit diesem Füße zu kämpfen habe. Aber ja, da hat sie jetzt nicht geschaut. In 2 Wochen haben wir den nächsten Termin. Da werde ich ihr auf jeden Fall sagen, dass sie nochmal schauen soll. Weil genau das ist mir immer total wichtig. Aber ich glaube dann, da sind wir in der 34. Woche, ich glaube, da wird sie selber auch nochmal schauen. Genau. Und sonst glaube ich, war es das zu meinem allgemeinen Befinden. Dann würde ich euch gleich nochmal meinen Bauch zeigen und vorher würde ich sagen, sprich mir mal über die Wickeltasche, die da vorne auf dem Wickeltisch steht. Über die Kliniktasche. Genau, ich habe nämlich angefangen, die Kliniktasche zu packen. Meine App hat mir das empfohlen, dass ich doch das schon mal anfangen soll zu packen. Und auch bei meiner ersten Tochter habe ich so um diesen Zeitraum angefangen. Ja, wir sind auf jeden Fall noch lange nicht fertig. Ich habe noch einiges einzupacken, aber alles an Kleidung ist schon mal drin, also meine Kleidung und die Kleidung für die kleine Maus. Aber da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video dazu. Und die Wickeltasche habe ich auch schon ein bisschen gepackt, also da sind auch schon so ein paar Sachen drin. Da fehlt auch noch einiges, aber das ja, kann man immer noch spontan packen, wenn man denn irgendwann mal los muss mit dem Baby oder sowas. Wir werden die Wickeltasche auf jeden Fall auch nicht mit ins Krankenhaus nehmen diesmal. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Absoluter Schwachsinn. Ja, und sonst an Erstausstattung haben wir eigentlich auch alles zusammen, außer immer noch die Babyschale und unser Geschwisterwagen. Die 2 Sachen, ja, brauchen wir einfach noch ein bisschen. Und sonst das Kinderzimmer muss ja auch noch so ein bisschen hergerichtet werden. Da warte ich noch auf eine Babymatratze fürs Babybett und einen Himmel bräuchten wir noch. Einen Teppich habe ich bestellt. Und dann ist es eigentlich auch schon so gut wie fertig. Genau. Aber noch so ein paar Kleinigkeiten auch zum Dekorieren. Ich habe an der einen Wand noch ein bisschen was vor. Und vielleicht auch hinter mir hier. Seht ihr, ist auch ein bisschen leer. Vielleicht da auch noch ein bisschen was. Aber da schauen wir dann. Wir haben ja auch immer noch 8 Wochen Zeit. Gestern geschaut, 60 Tage und fast 80%. Also 80% geschafft und 59 Tage haben wir jetzt noch vor uns. Ich rechne immer noch fest mit Ende Juli und ja, das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Muss man ja einfach ganz ehrlich sagen, ne? Es ist schon Juni und ja, es geht mir einfach ein bisschen zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ich habe mir das so sehr gewünscht und jetzt ist es einfach bald soweit, dass man einfach ein zweites Kind hat. Wahnsinn. Genau. So, jetzt zeige ich euch das schon beim Bauch. Und dann war's das. So, hier seht ihr einmal die Kugel. Ich nehme meine Haare weg. So. Den Stuhl einmal wegschieben. So seht ihr einmal die Kugel. Ich finde, das ist schon eine ordentliche Kugel. Also wie gesagt, 88 cm. Und die Füße sehe ich nicht mehr. Und ist schon. Ja, aber wenn ich mir die Vergleichsvideos anschaue von meiner ersten Schwangerschaft, auf jeden Fall vergleichbar. Und gerade ist er auch schon wieder richtig hart. Also kann man nirgendwo reindrücken. Und hier oben ist auch schon direkt der Po. Genau, so sieht es also gerade aus. So, meine Lieben, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr für Videowünsche habt, jetzt noch so in der Schwangerschaft, ob ihr da noch bestimmte Wünsche habt oder sowas. Genau, was ich noch umsetzen soll in der Schwangerschaft, denn bald sind wir ja nicht mehr schwanger und dann, ja, kann ich es nicht mehr umsetzen. Das heißt, schreibt nochmal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Wünsche habt. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!